Ja, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus Düsseldorf. Neben mir eine sehr junge Athletin, Franka Henseleit. Du bist hier, startest für das KDT-Team für Köln. Seit wann bist du hier für das Team unterwegs? Also jetzt seit letztem Jahr, also es ist jetzt meine zweite Bundesliga-Saison. Die zweite Bundesliga-Saison und das wievielte Bundesliga-Rennen? Also letztes Jahr waren es 3 Stück und dieses Jahr das erste, also genau. Das heißt, du hast Kraichgau ausgelassen, ja? Ja, Kraichgau hat sich mit der EM überschnitten und genau, dann war ich natürlich in Holland unterwegs und konnte dann leider nicht in Kraichgau sein. Du hast dich dafür für die Junioren-EM qualifiziert. Wie hast du dort abgeschnitten? Das Rennen lief wirklich gut für mich. Also ich bin 8. im Einzel geworden und dann natürlich war ein großes Highlight. Am Sonntag war die Team Relay und dort haben wir dann die Goldmedaille geholt. Ja, auch tolle Leistung gewesen. Ja. Wie waren da nochmal die Teammitglieder da, mit denen du da gelaufen bist? Ja, also natürlich was Besonderes. Ich durfte mit meinem Bruder dort starten. Also es war so, der Jonas Osterholt war noch dabei und die Katharina Möller. Und ich bin dort als Erste gestartet. Dann kam der Jonas Osterholt, dann die Katharina und den Schlussläufer dann mein Bruder gemacht. Ja. Und wie waren die anderen Nationen platziert? Vor wen habt ihr da gewonnen? Also Ungarn war auf dem 3. Platz und Großbritannien auf dem 2. genau. Also toller Erfolg. Und wenn wir jetzt hier auf das Wochenende blicken, was ist hier deine Marschrichtung? Ja? Du bist ja schon ein bisschen Bundesliga erfahren. Was traust du dir dazu? Ja, also für mich ist so die Bundesliga schon immer ein großes Highlight, mit den Erwachsenen und den großen, schon Erfahrenen noch da zusammen zu starten. Und es kommt natürlich immer stark aufs Starterfeld drauf an, wie gut es besetzt ist. Aber ja, nachdem ich letztes Jahr auch 2 Top-10-Platzierungen hatte, was wirklich gut gelaufen ist, wäre es natürlich schon ein großes Ziel, auch wieder dann morgen ein großes Jahr so Top-10 zu machen. Du bist letztes Jahr auch hier schon gestartet? Nein. Also ist es dein erstes Mal hier. Du hast jetzt gerade gesagt, du warst noch gar nicht auf der Radstrecke, aber hast du dir schon mal so die Laufstrecke und sowas angeschaut oder steht das jetzt noch auf dem Programm? Also es steht jetzt auf jeden Fall noch auf dem Programm. Ich habe es letztes Jahr noch TV mitverfolgt, haben mir ein bisschen die Strecke angeschaut und so Teile, natürlich so Ausschnitte gesehen, aber wie es jetzt so wirklich aussieht, muss ich jetzt noch schauen. Okay. Und wem traust du da morgen was oder was werden so die größten Konkurrentinnen morgen sein? Wen schätzt du da noch richtig stark ein? Also ich habe auch natürlich gesehen, es sind auch andere Nachwuchsathletinnen da, die auf jeden Fall natürlich fit sein werden, weil nächste Woche auch die Deutsche Meisterschaft stattfindet. Und das ist ja dann so, die Form muss jetzt stimmen. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mich noch nicht so ganz mit der Startliste befasst. Also weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wer alles dabei ist. Aber gut, ich denke, spätestens morgen wirst du das dann wissen. Und dann freuen wir uns morgen einfach auf deinen Start und auf das Rennen. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg bis dahin und für dein Team. Und wir sehen uns dann sicherlich im Ziel und vorher natürlich auf der Strecke. Vielen Dank für das Interview, ja? Danke.